Ja, moin, liebe Leute, und willkommen zurück zu Ark Survival Behindert. Und da ist auch, glaube ich, schon jemand müde. Wer war das? Warst du das etwa? Ha, ha, nein. Ha? Ah, Alter! Nimm das! Christophs Mull, Junge! Was ist denn los mit dir? Bin auf Stress gebürstet, ja. Auf Stress gebürstet? Junge, ich geb dir hier meinen Schwanzius Longus ins Mull. Ja, ja, schluck. Ja, genau. nee, was wollen wir heute machen? Ja, wir leveln dich heute mal ein bisschen. Noch krasser wie das letzte Mal? Ja. Okay, das funktioniert. Ein wenig. Okay, nimm mal dein Rexlein von da drüben mit. Mein Rex soll ich mitnehmen? Die Ranzi-Franzi, ja? Ja. Damit die auch was davon hat. Komm her, mein Liebling. So, okay. Du holst dir da noch deinen Quetzi dazu, oder? Ich könnte auch oben den... Was du halt leveln willst. Den Gewichtsquetzi, den kriegen wir den vielleicht mal über 7 Tonnen. Ja. Okay, dann ich folge dir einfach mal mit meiner Zahlen Schönheit. Guck mal, wenn wir Glück haben, kann man nämlich hier die Explorer Note noch mitnehmen, dann gibt es noch ein bisschen mehr für dich. Die was? Die Explorer Note. Whatever das ist. Die Kiste hier unter mir. Guck mal, ob du mit dem Rex drüber läufst und was kriegst. Passiert was? Ja, da kommt irgend so ein. Ja, dann ist genau richtig. Astro-Folleur irgendwie. Genau, was. So ein Riesenwurm. Genau. Ja, vollkommen richtig. Ich hänge jetzt hier irgendwie irgendwo. Ja. Ich weiß nicht, wo du bist. Bin direkt über dir. Ah, alles klar. So. Gehen wir da runter, wo wir vorhin die Eier gelassen haben? Ja, ja. Gehen wir also heute mal wieder ein paar Eier besuchen, ja? So könnte man das sagen. So. Herrn Rexi, kannst du mal hier hinstellen? Piep, piep, piep. Halt. Reichen? Ja. Sieht gut aus. So. Komm mal mit in unser schönes, gemütliches Häuschen. Schön. Ich würde mal sagen, ich mache ja auch noch ein bisschen schöne Stimmung. Dem Anlass gemessen. Keine Angst, wird gleich hell. Okay. So, dann schmeiß ich dir mal was raus. Das bitte einmal essen. Das blaue Zeug, ja? Ja. Okay. Und dann sage ich... Viel Spaß, ich bin mal raus. Was? Ja, bestimmt! Jetzt wartest du mal ganz kurz. Und jetzt einmal bitte alles abmurksen. Okay. Ja, da sagt er abmurksen. Die armen Tiere. So, und der Quetz hat schon das erste Level ab. Das zweite. Wir werden einfach nur noch alle zusammengepfercht und einfach nur stich, stich, stich. Also drei haben es geschafft, irgendwie da rauszukommen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich auch nicht. Hau bloß ab, du. Vor allem, dass die kein Viecher so ein Radau machen. Ne? Ja. Komm her. Nimm ihn ins Mull! Geh doch! So, und die anderen laufen jetzt hier draußen irgendwo rum. Was? Wie? Wo?
Du kannst auch E drücken, dann sind sie grün, dann hauen sie nicht mehr ab. Auf was? E, wenn du dran gehst und E drückst, dann hauen sie nicht mehr ab. Ach so. Also einer muss irgendwo hinter dem Drachen sitzen. Einer ist hier hinten am Wasser. Ja. Ich höre noch auf jeden Fall einlaufen. Gute Nacht. Der. Okay. Also einen am Wasser habe ich weggesnackt. Oder ist der durch die Wand in das... Nee, da sind drei rausgelaufen. Einen habe ich getötet. Der hier draußen war. Ah, hier ist einer. Da läuft doch. Wo? Hier muss leuchtet. Ah, da. Na, guck mal hier, Junge. Komm. Ja, so müssen wir die Viecher doch mit Claim machen, damit sie nicht abhauen. Mhm. Ich dachte, das geht vielleicht so. Ich wäre nicht damit gerechnet, dass die da wirklich rauskommen. So. Okay. Also ich glaube jetzt, dann? Irgendwo müsste noch einer rumgeistern, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Ja, er durfte wahrscheinlich nicht noch holen. Nee, der durfte es eigentlich schaffen mit Auswachsen, oder? Weiß nicht. Also er läuft hier irgendwo rum, ich höre ihn. Da ist er. Hinten an der Wand ist er. Du entrinnst mir nicht. Nimm ihn in die Putt. Dino Poppen leicht gemacht. Was? Hm? Das hat jetzt keiner gehört. Gut. So, dein Rex hat 9 Level gekriegt. Wie viel hast du gekriegt? Ich habe bekommen 21 Punkte Verteilung. Ich weiß nicht, wie viele Level das sind. 21. Achso, okay. Ja, nice. Auf was stelle ich da denn am besten dann? Du kannst auch umskillen später, das ist kein Problem. Also erstmal alles auf Leben raufballern oder was? Boah, bisschen Leben, bisschen. Ja, was du halt so brauchst. Ein bisschen ausgeglichen, das ist nie verkehrt. Bisschen Gewicht, ich weiß ja nicht, wie viel du da schon hast. Gewicht bin ich bei 500 Kilo. Das reicht. Das reicht. Dann kannst du ein bisschen Leben tun. Dann packe ich einfach mal alles erstmal in Leben rein. So. So, jetzt bist du quasi schon 11 Level vom Level Cap. Wow! That's very impressive. Und das waren jetzt 10 Eier. Und wie viel haben wir noch im Kühlschrank? 130. Sollte reichen. Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit irgendwie Magenkrämpfe habe. Hm? Weißt du, dass ich die ganze Zeit am Futtern bin? Nö. Rohes Fleisch. Achso, ja gut, das ist nicht allzu gesund. Das der immer noch gesünder als die blauen Bären. Bei der schwarzen Bären. Die hat heute auch schon gefressen. Ich fresse einfach das, was mir gerade vor die Flinte kommt. Oh je. Ebenfalls nicht gesund ist Pilz. Und Blumen. Und Blumen. Ich glaub, ja gut. Koch mal wieder ein bisschen was hier. Ich pack mal meine Schönheit hier hin. Aber ich hätte was Schönes zu essen. Ja, was denn? Ich glaube, Sunny kann sich vorstellen, was ich denke. Nee, nicht wirklich gerade. Linker Kühlschrank? Linker Kühlschrank. Ah ja, okay, ich kann es mir denken. Müssten wir ihn vorher mal in der Wildnis aussetzen. Nee, dann denkst du jetzt noch was anderes als ich. Ach so, das Ding. Ja.
So, ein bisschen Quallengelee. Ja. Das ging auch. What? Quallengelee? Es heißt Biotoxin. Ach, hau der, ab, ey. Und der Name Toxin sollte schon eigentlich alles sagen. Das tötet mich doch. Nein. Nein, nö. Total bekömmlich. Also du bist anschließend also ausgeruht, würde ich mal sagen. Also, ich nehme mir mal gerade. Ich nehme mir mal gerade einfach eins, ja. Hm? So. Und dann mache ich das mal so. Ja, was machen wir denn? Ich will nur eins davon haben, ne? Zack. Dann schieben wir den Rest wieder da rein. Zack. Den Rest wieder da rein, bitte. Danke. Und dann. Warte. Wir gehen jetzt erstmal raus. Ja, legen uns da neben die Cookie, glaube ich. Beziehungsweise stellen uns neben die Cookie. Weil wenn die zwei Verrückten schon sagen, ja, du bist dann ausgeruht, dann heißt das schon nichts Gutes. Ne? Und. Ich denke mal, eins sollte reichen. So, let's go. Mal gucken, was passiert. Okay, einmal Biotoxin. Also, ich höre. Jo. Und da schläft er. Gute Nacht, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Ark Survival Behindert. Sandmännchen auf Ark. Das war jetzt ein cooles Ending. War eine kurze Folge, aber ein cooles Ending. So, und ich log mich mal aus. Weil ich muss die ganze Kacke ja doch schneiden, muss gleich noch anderes aufnehmen, das dann noch rendern. Ja, noch ja. 3 Punkte, 2, 1, jetzt bist du wieder wach. Aber Ark zwingt selbst meinen Ryzen 1800er in die Knie. Das ist krass. Also zumindest während der Aufnahme. Also ich weiß nicht, ich habe mir die Aufzeichnung mal angeguckt. Irgendwie sieht das Bild ein bisschen komisch aus. Also ich weiß nicht, ob du an deinen Grafikeinstellungen eventuell noch mal ein bisschen... Was hat denn der, wo du das erste Mal eingeloggt hast, der hat doch da irgendwas, was hat er von Low Memory was erzählt oder so? Wenn ich Ark starte, dann habe ich hier die Auswahl zwischen Ark Survival Evolved spielen, dann Play Ark, No Battle Eye, Anti-Cheat, bla bla bla. Das sind die Startoptionen. Genau. Dann habe ich einmal mit Nvidia Ansel spielen, dann habe ich, weißt du was, ich habe jetzt hier keinen Nerv dafür, ich mache Dingens. Ja, also ich habe jetzt auch die Einstellung von Nvidia genommen. Nvidia Ansel? Das ist aber für was anderes gedacht. Die von der Grafikkarte. Die Einstellung, so. Das haut auch hin, das Einzige, was ich wieder runtergedreht habe, war der ruckt mir die Sky-Quality komplett auf. Macht aber mir auch. Also das habe ich wieder runtergestellt. Aber ansonsten muss ich sagen, funktioniert das. Du, bei mir funktioniert es aus, nur mir stellt er dann noch ein bisschen zu sehr runter. So. Also ich muss sagen, es ist ansehbar. Das habe ich. Ja, genau, das stand mit dir. Und was nimmst du dann zum Spielen? Das erste. Okay, dann. Das ist nee, auch für dich eigentlich ausreichend. Weil du ja letztens sagtest, da steht irgendwas, wo du geklickt hast, mit dem Server verbinden. Ah, warte mal, mir fällt gerade was ein, was du noch machen kannst. Das könnte dir vielleicht ein bisschen helfen bei deinem Reisen. Und zwar, wenn du jetzt in deiner Bibliothek bist, klicke mal rechts auf Ark und gehe mal auf Eigenschaften. Warte mal. So. Steam, Ark, Eigenschaften, ja. Und dann im allgemeinen Reiter gibt es den Knopf Startoption festlegen. Ja. Da klickst du mal drauf. Ja. Und fügst mal das ein.
So. Und das ist wozu? Das weist Arc an, dass er alle Kerne nutzen soll vom Prozessor und nicht nur einen. Vielleicht hilft das deinem Reisen. Ernsthaft jetzt? Oh Gott, pass auf, dann gucken wir jetzt nochmal. Ich meine, gut, das kann man ja nicht direkt von Anfang an wissen, ne? Nein, das sind auch versteckte Optionen. Da gibt es auch noch ein paar mehr Parameter, die man da eingeben kann. Sag ich mal so. Essen mit. So. Dann gucke ich mal, dass ich mich nochmal einlogge. Sag mal was. Test. Okay, beim Einloggen hört ihr euch immer noch an wie. Ja, gut. Ich denke mal, das ist normal. Also der Red Wing hat jetzt mehr Gewicht als das hässliche Ente. Das heißt, wie viel? Naja, momentan 100 mehr. Aber auf jeden Fall hat er schon mehr. Ist eigentlich auch jetzt schon auf 120.000 gelevelt. Ne? Das ist schon ordentlich. Oh nein, bitte sagt mir jetzt nicht, ich hab die ganze Zeit... Wenn ich jetzt Pech habe, habe ich in einem falschen Screen aufgenommen. Und er hat dann eine ganze Stunde das Bild nicht gecaptured. Dann würde ich... Ich töte mich dann. Oh Gott. Gott sei Dank war es nicht der Fall. Das ist mir beim letzten Stream auch passiert, bis dann irgendeiner geschrieben hat, hey, ich habe nur ein schwarzes Bild. Ups, solltest du mal den richtigen Aufnahmeort nutzen. So, ich muss mich nochmal einloggen, wohl. Ne, doch nicht. Er lädt mal wieder die Mods. Hauptsache heute einfach 40 Bewerbungen abgeschickt. Unnormal. Das ist ordentlich. Ja, gut. Zu Hause dumm rumsitzen bringt ja jetzt auch nichts, ne? Das ist richtig. Gute Einstellung. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, so ja, drauf geschissen. Ich konzentriere mich ab jetzt komplett nur noch auf Twitch und hast nicht gesehen. Aber... Könnte auch eine Weile dauern, bis du so weit bist, dass du davon leben kannst. Ich höre dich gerade... Schöne zierliche Hände. So. Och nein. Ich war erst am Überlegen, das bei einem von euch zu machen. Nimm sie ab. Du lagst vorhin so schön da, da dachte ich mir auch, komm, du kannst nicht widerstehen. Ja, da hast dich ja dann ausgelockt. Fesselspiele und so, ne? Ja, ich kann auch noch die Peitsche rausholen. So, jetzt guck ich auf solche Sachen stehst. Stat FPS war das, ne? Ja. Jetzt ist der gelockt auf 30 FPS irgendwie. Was?
weiß nicht weswegen. Housing oder so? Ach ne, das heißt ja bei. Geht anders, oder? Ich guck mal gerade in den Optionen. Wie, wo, was der da. Resolution Scale? Was? World Tile Buffer steht bei mir auf Epic. Ja, das ist relativ langweilig, der bringt nicht viel. Anti-Aliasing steht bei mir auf Epic. Also was sehr viel bringt, also Anti-Aliasing ein Stückchen runterdrehen bringt recht viel, Post-Processing bringt recht viel, Schatten bringt extrem viel. Schatten ist ziemlich scheißegal. Sky Quality bringt auch ein bisschen was. Warte mal, Post-Processing soll ich auch runter? Also ich hab's alles auf High. Bei mir, na gut, meine Grafikkarte ist aber auch sehr unleidlich mit Arc, von daher. Aber der Unterschied zwischen High und Epic ist nicht wirklich hoch. Okay. General Shadows steht bei mir jetzt gerade auf Medium. No. Also die Schatten bringen auch eine ganze Menge, wenn man die Stückchen nicht ganz max nimmt. Sky Quality brauchen wir gar nicht so hoch, oder? Nee, also da reicht eigentlich 50%. Ganz aus würde ich es nicht machen, weil dann siehst du auch keine Wolken mehr. Okay. Das ist dann ein bisschen langweilig. Doch, siehst du. Ja, aber du hast dann nicht diese Wolken, wo du durchfliegen kannst. Nee. Du siehst es zwar am Himmel, aber du hast dann nicht die wirklichen Nebelwolken. Bin ich auch nicht scharf drauf. Na gut, ich finde es halt, dass es ganz gut ist. Ich denke mal, das liegt bei mir einfach daran, dass er nicht damit klarkommt, dass wenn ich am Aufnehmen bin. Los, tanz du Luder! Was du wohl? Geh arbeiten! Mhm. Warte. Übrigens, du hast keinen Handschuh an. Was habe ich nicht an? Keine Handschuhe mehr. Ach, sei froh, dass wir das ausgeschalten haben. Was denn? Früher konnte man im PvE auch mit der Peitsche die Waffen aus der Hand kreppen. Willst du das wirklich? Ciao. Die bringen bei dir nichts, oder? Nee, ich hab eine höhere Rüstung an und auch ein bisschen in Fortitude geskillt. Naja, ich werde jetzt aber heute trotzdem mal offline gehen. Jo, mach das. Ja, wollen wir morgen irgendwie mal sagen, dass wir irgendwie alle... Oder? Das war gerade abgehakt. Ich habe gesagt, wollen wir morgen nicht irgendwie mal alle Male zusammen? Ja, wenn es sich ergibt. Ihr müsst nur eine Uhrzeit genannt kriegen, wann ihr aufnehmen wollt. Circa. Okay, das war jetzt ein Shocking Dart. Also ich bin ja relativ früh da. Das, ich weiß halt nicht, wann Cookie da ist, und April ist erst ab 21 Uhr da. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir ab 21 Uhr an, oder? Ja, wollen wir machen, müssen wir mal Cookie Bescheid sagen, dass dann morgen einmal da ist. Beziehungsweise morgen ist doch Mittwoch. Dann könnte auch das Samonas da sein um die Uhrzeit. Heute ist Mittwoch. Heute schon Mittwoch? Ja. Okay, dann ist. Aber das wahrscheinlich nicht da. Oh, ich sollte vielleicht meine Aufnahme aufmachen.